Ja, ich bin Horst Schlemmer, stellvertretender Chefredakteur von Grevemeister Tagblatt, immer knallhart nach mir gefragt. Weißt du Bescheid, ne? Ja, zu meiner Person. Ich bin 8 und ich habe noch ein paar gute Jahre vor mir. Und ich suche auf diesem Wege dich. Hallo, Schätzelein. Ja, Schätzelein, du sollst die Katze ja nicht im Sack kaufen. Ich wohne hier in der Amselstraße 94. Ist ein Spaß. Ich hab schon wieder ein. Das ist es. Mein Schmuckkästchen. Das ist die beste Wohnlage. Ganz ruhig. Gehen wir gleich rüber. Komm mal rein. Bis der immer drin ist. Ne? So, kommst du mit rein. Ne? Komm rein. Das ist jetzt das Wohnzimmer. Ne? Herrlich. Ich sage immer, das Wohnzimmer ist der Ausdruck der gesamten Persönlichkeit. Und dieses Zimmer, das ist wie ich. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Aber manchmal bin ich halt alleine. Weißt du? Ich bin nicht alleine. Ja, warum ist es hier so sauber? Ich habe eine Polin für 4,50 die Stunde. Aber bald nicht mehr. Dann kommst ja du, Schätzelein. Ja, fürs leibliche Wohl ist natürlich gesorgt, Freunde. Hier, das ist zwar meine eiserne Ration, aber Schätzelein, mit dir teile ich das gerne. Da weißt du Bescheid. Dritter Platz beim Neuss-Grevenbräucher Journalistenwettbewerb. Wer hat ihn geholt? Wer hat den geholt? Oh, ich habe ihn geholt. Ja, zu meinen Hobbys. Ich reite gerne. Du weißt, was ich meine. Nein, das nimmt er nicht. Ich bin so am Müffeln. Ich habe nämlich gestern Knoblauch gegessen. Dann gestern wieder gesoffen. Das nimmt er raus, ne? Nimmt er raus. Ja, und jetzt, Schätzelein, zeige ich dir dein Reich. Das ist also hier die Küchenzeile. Das Neueste von Neuesten seiner Zeit. Und Schätzelein, hier kann ich dich verwöhnen, mit Italienischem zum Beispiel. Ja, denn auch im Horst pumpt die italienische Leidenschaft. Und da können wir beide uns hier schön arm mit Reibekäse machen und du spülst ihn. Ja, also es ist für alles gesorgt. Guck, wir haben hier, für jeden Geschmack ist was dabei. Und das hier, das ist die Raubtierhöhle. Hier kann man auch Sport machen. Also, ich meine jetzt du, Schätzelein, nicht ich. Ich habe Kreislauf und so ein bisschen Rücken. Ich kann mich dann derweil hier ausruhen. Ja, das ist eher mein Sport. Noch liege ich hier alleine, als Single. Ich habe das Gefühl, du bist bald bei mir. Ich rieche dich schon. Und jetzt kommt der Klopper. Jetzt muss ich wieder aufstehen, ne? Da hilft mir keiner bei. Schneide dir das. Ja, warte, ich komme, ich stehe jetzt auf, weil ich muss jetzt raus vor der Tür. Weißt du, nee, das dürfte nicht sein. Ich komme nämlich so, ich weiß, ich hab hohen Blutdruck. Ja, siehst du, ich komme nicht raus. Weißt du, ich habe hinten am Steiß, den hatte ich mal angebrochen. Ich habe aber so Pillen. Weißt du, so. Et voilà. So, Schätzelein. Und jetzt kommt der Klopper. Ein nägelnagelneuer Golf. Einmalig schönes Auto ist das nämlich. Fühle ich mich gleich 10 Jahre jünger, weißt du? Ah, herrlich. Der schnurrt wie eine Raubkatze. Der hat Fäß. Der hat Klima. Der hat eigentlich alles, was so ein Wagen braucht. Ja, also, das ist ein Wagen mit allen Schikanen. Der hat alles drauf. Ich glaube, Schätzelein, das ist ein Angebot, was du nicht mehr ablehnen kannst. Ruf mich an. Was dir fehlt, das ist nur noch meine Telefonnummer. Ach, Scheiße, ich hab die Tasche drin vergessen. Warte, stopp. Warte. Wo ist denn die Tasche? Es ist dunkel, ich sehe nichts. Wie komme ich hier wieder raus? Sag mal, wo ist denn hier? Hallo? Ich brauche mal, ruf mal einer meine Putzfrau an. Ja, ein Ersatz, bitte. Volkswagen, da weißt du Bescheid.